Trainer, Mittwoch gab es die erste Niederlage mit dir als Cheftrainer des SVWs. Die Mainzer waren wirklich stark. Trotzdem wird es sicherlich einige Punkte geben, die dir bei deiner Mannschaft nicht gefallen haben, beziehungsweise die besser werden müssen. Ja, ich glaube, wir haben vor allem gesehen, dass es einfach eine Liga ist, wo die Tagesform unheimlich viel Wert hat. Ja, und es ist eine sehr, sehr enge Liga. Du kannst kein Spiel gewinnen, wo du auf 90% oder 95% läufst. Ja. Wenn eben kleine Kleinigkeiten eher auf die Seite des Gegners fallen, dann wirst du so ein Spiel ganz, ganz schwierig auf deine Seite auch ziehen. Ja. Das sind immer ganz, ganz enge Partien. Und jetzt haben wir eben gemerkt, waren ein paar Kleinigkeiten bei uns nicht gut. Und deswegen kann man mal gegen den Letzten verlieren. Vor einer Woche haben wir gegen den Ersten gewonnen. Also von daher ist alles möglich in der Liga. Welche Rolle spielt in einer englischen Woche, die sich jetzt mit dem Spiel am Sonntag dem Ende nähert, die Trainingssteuerung, Belastung und welche Inhalte stehen in einer solchen Woche im Vordergrund? Ja, man muss vor allem immer wieder aktiv regenerieren. Ja, ich glaube, wenn man nur passiv regeneriert, das heißt mit freien Tagen, dann bekommt man die Müdigkeit nicht aus dem Körper, sondern man muss sich immer wieder so leicht bewegen, darf natürlich aber auch nicht zu viel machen. Ja, man arbeitet im Grunde am Tag nach dem Spiel im regenerativen Bereich. Macht dann in dem mittleren Tag, wie wir es jetzt heute haben, machen wir eher so ein bisschen im taktischen Bereich. Und morgen ist ganz normales Abschlusstraining und dann bereiten wir uns eben auch nochmal mit dem Video auf das nächste Spiel vor. Magdeburg ist der nächste Gegner, hat als Tabellenzweiter mit zuletzt 2:1-0 Siegen per Strafstoß den zweiten Platz gefestigt. Welchen Eindruck hast du in der Vorbereitung von der Mannschaft gewonnen und was für ein Spiel erwartest du? Ja, es zeigt ja diese 2:1-0-Siege gegen zwei Gegner, die eigentlich eher in der unteren Tabellenhälfte sind, beide durch einen Elfmeter als Zweitplatzierter. Genau das, was ich vorher auch gesagt habe, ja, dass es eine brutal enge Liga ist, dass die Magdeburger einen sehr, sehr stabilen Eindruck machen. Haben wir aus den letzten 5 Spielen 4:0 gespielt. Ja, das heißt, ihre Defensive ist sehr, sehr stabil. Dann haben sie natürlich zu Hause auch ein wahnsinniges Publikum im Hintergrund, was sie nach vorne peitscht, was eine unheimliche Stimmung macht. Wo es auch Spaß macht, als Auswärtsmannschaft natürlich auch zu spielen, aber was natürlich auch die Heimmannschaft vorantreibt. Und wir wissen schon, dass das eine robuste Truppe ist, die in den Zweikämpfen uns sicherlich auch fordern wird und auch wehtun wird. Und dafür müssen wir eingestellt sein. Wie sieht es vom Personal aus? Welche Veränderungen gibt es im Vergleich zum Mainz-Spiel? Ja, Paddy Funk hat die 5. gelbe Karte bekommen. Das heißt, wir haben jetzt jede Woche irgendwo einen 5. gelben. Ja, das kommt eben auch dazu. Jetzt heißt es da, die Position wieder aufzufangen. Dafür kommt Kevin Pezzoni wieder zurück nach der Gelbsperre, die er hatte. Und ansonsten wird der Kader relativ ähnlich sein zu dem, was am Mittwoch war. Du hast die Kulisse schon angesprochen, man muss sich das ja nochmal so vor Augen führen. Am Sonntag werden mehr Zuschauer im Stadion sein, als es beispielsweise unter der Woche beim Champions-League-Spiel von Monaco gegen Man City waren. Du hast es auch schon in Ansätzen skizziert. Was gibst du deiner Mannschaft mit auf den Weg, wie man mit einer solchen Kulisse umgehen soll und muss? Ja, man muss die Stimmung aufsaugen. Das sind ja so Fußballspiele, die gibt es nicht so oft in der dritten Liga und deswegen muss man die genießen. Ja, man muss sie genießen, aber man sollte nicht nur im Stehen genießen, sondern einfach auch seinen ganzen Körper im Grunde genommen auf 100% laufen lassen, alles raushauen, was noch drin ist, ja, um dann eben dem Gegner Paroli zu bieten. Ja, aber das Spiel, diese Stimmung, die muss man einfach mitnehmen, die muss man in sich aufsaugen und dann eben zur Höchstleistung treiben lassen. Dankeschön. Danke auch.